vor ein paar Videos haben wir herausgefunden, wie wir von der empirischen Formel, zur Massenzusammensetzung kommen. Was meine ich damit? Also Massenzusammensetzung, wir fangen also mit der empirischen Formel an, beispielsweise Wasser, H2O, das ist gleich die chemische Formel. Und jetzt wollen wir wissen, wie sind da die Anteile drin? Wie haben wir das gemacht? Okay, wir haben beispielsweise die Masse vom Sauerstoff angeschaut. Das hat ja eine Masse von 16 und der Wasserstoff 1. Also ist die Masse von dem ganzen Molekül 2 mal 1 plus 16, also 18. Und wir haben also gesagt, der Anteil von Sauerstoff im Wasser ist 16 von 18. Und jetzt suche ich mal meinen Rechner, den finde ich gerade nicht, aber ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war sowas um 88,9% Sauerstoff im Wasser. Jetzt ist die Frage, geht es auch andersherum? Wir fangen also heute mit der Massenzusammensetzung an, also das Verhältnis der verschiedenen Elemente, und schauen wir mal, ob es auch rückwärts geht zur empirischen Formel. Und der Cell hat da in dem vorherigen Video auch empirisch falsch geschrieben. Also es wird mit I geschrieben, mit 2i, nicht mit E, das hat er es gemacht. Also wir sind jetzt bei der empirischen Formel und da wollen wir heute auch mal ein paar Übungen dazu machen. Sagen wir mal, ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt gehe ich erstmal nach hier oben und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich habe also eine Tasche. Und 75% von des Inhalts ist Quecksilber. Quecksilber, HG. Und die anderen 25% sind Chlor. 25% Chlor in der Tasche. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie ist die empirische Formel von diesem Stoff, der da drin ist? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist homogen, also wie ist die empirische Formel von dem Stoff in meiner Tasche hier drin? Wie kann ich das jetzt machen? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir 100 Gramm von diesem Stoff haben. Das ist erstmal ganz einfach und es ist eine einfache Zahl und damit kann man ganz gut rechnen. Wir gehen davon aus, wir haben 100 Gramm von diesem uns unbekannten Stoff hier in unserer Tasche drin. Gehen von 100 Gramm Stoff aus. Und wie viel Gramm Quecksilber ist da drin? 75%. Also habe ich 75 Gramm Quecksilber drin. Das ist ja einfache Prozentrechnung. Das heißt aber auch, ich habe 25 Gramm Chlor hier drin. 25 Gramm Chlor habe ich. Und ja, die Berechnung ist klar. Ich gehe von 100 Gramm aus. Und ich kann natürlich auch 175 nehmen, aber 100, damit kann ich einfach rechnen damit. Also habe ich 75 Gramm Quecksilber drin. Und jetzt frage ich mich eben, wie viel Mol Quecksilber ist da drin? Dazu muss ich erst mal wissen, und so denke ich mir das Ganze zumindest, ein Mol von Quecksilber, also 6,02 mal 10 hoch 23 Atome. Wie viel wiegen die? Wie mache ich das? Und jetzt schaue ich mir eben die Massenzahl von dem Quecksilber an. Wo ist das Quecksilber? Quecksilber ist ein Übergangsmetall, ist also da rechts. Es ist also bei Raumtemperatur flüssig, ist flüssig das Metall. Hier habe ich Quecksilber. Die Massenzahl ist hier unten. Ich nehme mal die 200. Es hat also eine Masse von 200. Ihr seht schon, da gibt es Isotope. Es gibt also auch eins mit 201. Wir nehmen aber jetzt mal die 200. Also ein Mol von Quecksilber wiegt 200 Gramm. 200 Gramm, wie habe ich das jetzt rausgefunden? Ein Atom von Quecksilber hat eine 200 atomare Masseneinheiten, AMU. Und ein Mol, also 6,02 mal 10 hoch 23, wiegt 200 Gramm. Also statt atomare Masseneinheiten nehme ich Gramm pro Mol.
Und also du schaust also auf die Massenzahl und dann weißt du, wie viel ein Mol von dieser Substanz wiegt. Ein Mol Chlor, wie viel wiegt das? Wir machen also die gleiche Übung jetzt nochmal. Wo ist Chlor? Hier drüben. 35,45. Wir nehmen mal die 35. Also ihr seht, auch hier beim Chlor gibt es wieder Isotope. Also ein Chloratom wiegt, vorsichtig, vorsichtig, nicht wiegen. Also es hat 35 atomare Masseneinheiten und 6,02 mal 10 hoch 23 Chloratome. Wie viel wiegen die? Jetzt habe ich meine Zahl wieder vergessen, also 25. 35 Gramm. Also wie viel Mol habe ich in meiner Tasche jetzt drin? Jetzt nehme ich wieder meinen Taschenrechner her. Also ich habe 75 Gramm Quecksilber. Ein Mol wiegt 200 Gramm. Wie viel habe ich? Also rechne ich jetzt 75 geteilt durch 200. Das solltet ihr eigentlich auch im Kopf rechnen können. Also 0,375 Mol habe ich. 0,375 Mol von Quecksilber habe ich hier. Wie habe ich das rausgefunden? Also ein Mol wiegt 200 Gramm, ich habe aber nur 75 Gramm. Also ist es ein Anteil von dem Mol und zwar 75 durch 200 sind 0,375. Also Mol sagt mir einfach nur 6,02 mal 10 hoch 23. Und also 0,375 mal der Avogadro-Zahl habe ich hier in meiner Tasche und es sind 75 Gramm Quecksilber. Ich habe 25 Gramm Chlor. Ein Mol hat 35 Gramm. Also habe ich 25 von 35. Und wie viel ist das? 25 geteilt durch 35 ist gleich 0,714. Ist 0,714. 0,714 Mol habe ich hier drin. Vom Chlor. Chlor. Okay. Die Zahlen sind nicht ganz, ganz exakt, denn wenn du das die obere Zahl mal 2 nimmst, dann kriegst du nicht die untere. Und aber ungefähr siehst du schon, es ist ungefähr zweimal so viel Mol Chlor, wie du Quecksilber hast. Und was sagt mir das? Für jeden. Also Mol ist ja wirklich nur eine Zahl, das ist einfach nur eine Angabe von Zahl. Also ich habe zweimal so viel Chloratome, wo ich Quecksilber habe. Also ich habe für jedes Quecksilber zwei Chloratome. Ich kann also hinschreiben HgCl2. Gut. Das sind nicht hundertprozentig die gleichen Zahlen. Es ist nicht genau 1 zu 2. Und so ist es oft, wenn du empirisch forschst, dass du eben keine ganz so exakten Zahlen rausbekommst, aber ungefähr, aber es ist nahe genug dran für dich, dass du sehen kannst, dass das Verhältnis von Quecksilber zu Chlor ungefähr 1 zu 2 ist. Also für ein Chloratom hast du zwei Chloratome. Oder du hast umgekehrt gesagt, du hast zweimal so viele Chloratome, wie du Quecksilberatome hier hast. Gut. Also es ist nah genug, dass du ungefähr weißt, es muss also Quecksilberchlorid sein, HgCl2. So, jetzt machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben also nochmal eine andere Tasche. Da sind 9% Magnesium drin. Und der Rest der Tasche sind, sagen wir mal, nehmen wir mal an, es ist 1% Jod. 91% ist Jod und 9% ist Magnesium. Zusammen gibt es 100 Gramm in der Tasche. Also 9 Gramm sind Magnesium und 91 Gramm Jod. Und jetzt wollen wir mal wissen, wie viel Mol Magnesium da drin ist und wie viel Mol Jod haben wir da drin. Also ein Mol Magnesium, wie viel wiegt das? Das müssen wir herausfinden. Und ein Mol von Jod. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal. Von Magnesium, die Massenzahl ist 24.
Wir haben das Isotop hier, also Magnesium ist 24, was ist Jod? 127, hier rechts unten. Jod ist 127, Jod ist ein Halogen, hat 127 und 24. So, 127 und 24. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, ich schaue also nochmal nach. Jawohl, es war 24. Also ein Jodatom hat eine Masse von 127 Masseeinheiten und das ganze Mol, also 6,02 mal 10 hoch 23, ich kann es gar nicht oft genug sagen, hat also 127 Gramm. Du nimmst also nur das Atomgewicht, die Atommasse, und du weißt, dass ein Mol davon so und so viel Gramm wiegt. Das ist ganz einfach eigentlich. Bei Magnesium ist es so, also wir haben 9 Gramm Magnesium. Und was ist das für ein Bruchteil von einem Mol? Ein Mol wiegt 24 Gramm, also haben wir hier 9 geteilt durch 24 Mol Magnesium. Was ist 9 geteilt durch 24? 9 durch 24 ist 0,375. 0,375. Und ihr seht schon, das ist ähnlich wie bei dem vorherigen Beispiel. 91 Gramm Jod ist was? Rechnen wir jetzt aus. Also ein Mol Jod hat 127 Gramm. Also haben wir 91 geteilt durch 127 Mol Jod. Was ist das? Was ist 91? Wir kriegen also wieder recht ähnliche Zahlen raus. 91 geteilt durch 127 gibt 0,71. Und das sind also die gleichen Verhältnisse wie in unserem letzten Beispiel. Also 0,72 ungefähr aufgerundet. 0,72 Mol Jod haben wir hier. Also, wir haben also ungefähr zweimal so viel Jodatome, wie wir Magnesiumatome haben. Okay? Also für jedes Magnesiumatom habe ich zwei Jodatome, also ziemlich nah dran. Also wie ist die Formel? Magnesium und Jod. Das ist die empirische Formel. Könnte natürlich in Wirklichkeit auch zwei Magnesium und vier Jod sein, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur das Verhältnis Magnesium zu Jod im nächsten Video. Schauen wir uns noch ein paar mehr ganz noch interessantere Verhältnisse an. Ich hoffe, das fandet ihr heute eigentlich mal ganz hilfreich.